Ja, heute ist mal wieder Zeit für einen TD und zwar den FV4004 Conway. Dieses wirklich eher ungewöhnliche Gefährt, was man ja auch nicht so häufig sieht. Und da sagt man in dem Fall vielen Dank an Death Dooming hier für das ganze Einsenden. Bin selber sehr gespannt, wie er hier auf Winterhimmelsdorf mit dem Panzer zurechtkommt. Ein 10er, 9er, 8er Gefecht hat er hier, also er ist hier sozusagen mit Tier. Also da ist Potenzial für alles offen. Man kann von oben dominiert oder von unten her dominieren. Jetzt schauen wir mal, wo er hinfährt. Er fährt auf jeden Fall mal direkt runter Richtung Schlachtergasse. Aber da schaut er gar nicht rein, sondern der denkt sich, ja, oh, ist ein schönes Haus, schönes Häuschen. So, und jetzt gucken wir mal, wie er sich da so aufstellen will. Auf jeden Fall ist es hier sehr offensiv, was er da scheinbar macht, weil da hier so an den Häusern vorbeizufahren, ganz offen eventuell zu sein, das muss man sich auch erstmal trauen. Und jetzt hat er scheinbar seine Position eingenommen, die er da haben will. Da oben ist natürlich bei dieser Konstellation Begegnungsgefecht immer richtig viel los. Also da findet man in der Regel immer viele Gegner. Grille 15, da auf der Dreierlinie, die blockt da schon mal vieles ab. Und er will eigentlich hier da oben noch was abfrühstücken, aber da ist nichts. Jetzt ist er auch offen. Und da hat er den Skoda gut beschossen. Ist vom Replay ein bisschen spät aufgegangen, aber da würde ich jetzt einfach auch mal sagen, das kann im Replay immer zu leichten Verzögerungen kommen. Also falls da wieder die ersten Verschwörungstheoretiker am Start sind, das ist gut möglich, dass das eher ein Fehler vom Replay war. So, und jetzt da der AMX. Der bekommt auch sofort einen Treffer. So, jetzt will er hier... Ah, jetzt hat er oben da das gut gemacht, der AMX. So, und jetzt geht er hier auf den Defender. Aber, naja, der hat halt eine gute Panzerung. Ich glaube, er ist auch ein bisschen nervös geworden, weil er einfach den Treffer da kassiert hat. Und dementsprechend dachte er sich, naja, vielleicht lieber den schneller rausballern. So, jetzt kommt da, oh, ein Type 5 schwer und ein Emil 1. Das sind doch wirkliche Klopper. Und macht da den Abpraller am Type 5, obwohl er eh schon mit seiner Premium-Granate schießt, die 326 Durchschlag hat. In dem Fall, jetzt klappt's. Aber, wie gesagt, Type 5 schwer ist natürlich ein wirklicher... Ein wirklich dickes Gerät. So, jetzt ist er auch gleich da. Leider schon bei ihm. Boah, 1400er Schelle. So, und jetzt will er ihn hier umfahren. Aber die Arti macht ihn dann noch schnell weg. Sehr wichtig in dem Fall. So, hinter ihm jetzt da der Waffenträger. Ja, und der macht natürlich sofort seinen Schaden. So, und jetzt hat er sich hier ein bisschen Zeit erkauft, um nicht dem T-54 sofort noch eine abzubekommen. Der kommt jetzt rum und jetzt zieht er sich jetzt zurück. So, und jetzt nimmt er den raus. Sehr schön, der Waffenträger bekommt jetzt nämlich auf die Mütze vom T-28. Und der nimmt ihn auch raus. Hat er also jetzt gut die Unterstützung zum richtigen Zeitpunkt bekommen, die er gebraucht hat.
Die Arti ist noch da. Udes 03, auch nicht zu unterschätzen. Grille 15, dickes Ding. Und jetzt haben wir auch schon gesehen, da ist der erste im Cap gewesen. Das heißt, da muss auch irgendwo noch jemand in der Nähe aufploppen. Aber erstmal schaut er da in die Straße, ob er da irgendwas zu Gesicht bekommt. Fernrohr geht auch gleich an. So, aber er sieht hier nichts. Da ist wohl keiner. Aber der Udes, der ist auch noch voll. Und gleich neben ihm. So, und jetzt hier seitlich sofort den Treffer angebracht. Und jetzt kommt er rum. Wie gesagt, er hat ja Gott sei Dank keinen Turm, den er drehen kann. Dementsprechend musste er hier voll drauf fahren. Und jetzt kommt da von hinten der Defender. Aber der Snapshot hat leider nicht funktioniert. Die 28 hält schon drauf. Auch die Arti orientiert sich da in die Richtung. So, Grille hat jetzt leider die Arti rausgenommen. Aber er kann seines Zeichens da jetzt hier den Defender rausnehmen. Und jetzt wird es natürlich ein spannender Tanz mit der Grille. Der Brot verlegt da ein bisschen. So, jetzt ist er offen. Jetzt wurde auch geschossen. Das heißt, er kann da jetzt seines Zeichens einen Versuch starten. So, jetzt dürfte er da den Treffer bekommen. Genau, hat der T28 auch phänomenal gemacht, zum richtigen Zeitpunkt verlegt, um dann da den zu treffen. Und er konnte dann seines Zeichens hier den Kill klar machen. Also sehr schön gemacht vom T28. Auch ganz, ganz besonders herausgestellt. Und jetzt einzig und alleine noch die Arti zwischen ihm und dem Sieg hier. So, und da ist er auch schon. Entspannt einzählen. Und der fünfte Kill ist am Start. Ja, super Runde, die wirklich auch sehr durch Teamspiel geprägt war. Mir hat es deswegen besonders gut gefallen und der Panzer ist natürlich auch etwas seltener. Auch das ist schön. Also, ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten versuche ich es beim nächsten Mal besser. Euer Alcaramba. Tschüssikowski.